Das ist durchaus eine Menge. Eine süße Nachricht. Am Samstag dabei in Wien die lang erwartete, dann heiß umjubelte Premiere des neuen Musicals Rock Me Amadeus. Und um wen kann es gehen bei diesem Titel? Dein erstes Konzert. Mein allererstes Konzert war Falco, genau. Wir sind alle mit ihm groß geworden, ja. Absolut. Aber es ist mittlerweile ein Vierteljahrhundert her, dass er sich von der Weltbühne auf tragische Weise verabschiedet hat. Jetzt ist er quasi zurückgekehrt und erobert die Musicalbühne und seine Verkörperung ist gleich unser Gast, nämlich der Hauptdarsteller. Er war ein Superstar, er war so populär, er war so exaltiert, genau das war sein Flair. Samstag ist Falco im Ronacher gelandet. Das neue Musical Rock Me Amadeus hatte Premiere. Unsere Sicht auf Hans Hölzel und Falco ist eine Interpretation. Also wir haben verschiedene Aspekte zusammengetragen, haben auch tatsächlich von den Zeitzeugen zu bestimmten Geschichten und Begebenheiten unterschiedliche Meinungen und Perspektiven auch gehört, mussten uns unseren eigenen Reim drauf machen. Rock Me Amadeus ist die Geschichte über den Wiener Hans Hölzel, seinen Aufstieg zum Weltstar und den damit verbundenen Höhen und Tiefen. Wir haben Rob Bolland, Ferdi Bolland, wir haben Markus Spiegel, wir haben Robert Ponger, also die Komponisten, Markus Spiegel, der Manager, und Horst Borg ist nicht offiziell im Team, aber begleitet uns aus der Ferne, kommt manchmal zu Besuch und hat uns auch ganz viel geholfen und viele Geschichten erzählt. Man erfährt ja auch viel, dass man dann tatsächlich aus Büchern oder Dokumentation nicht erfährt. Und das sind so die Anekdoten von den Komponisten, von den Produzenten, von Freunden, die wirklich an ihm dran waren. Das ist schon gut. Das Musical ist keine reine Falco-Best-of-Revue. Thematisiert werden die Emotionen und Eskapaden und die immer wiederkehrende Zerrissenheit. Angefeuert durch das im Stück personifizierte, übermächtige Alter-Ego. Dieser Zwiespalt eines Mannes, der auf der Suche war nach einem Zuhause, nach einem Ort, wo er wirklich Schutz hat, wo er vor der Öffentlichkeit auch Schutz hat. Hans, alles gut. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich hab ihn satt, diesen Falco. Und dann aber andererseits auch dieser brennende Wahn nach Bühne, nach Rampenlicht, was quasi wie eine Droge für ihn war. Das Schlimmste für einen Künstler ist es, normal zu sein. Aber das willst du nicht verstehen. Deine dämliche Ignoranz kotzt mich an. Ich finde auf jeden Fall, dass Isabella in unserem Stück die starke Frau ist. Einfach weil sie auch sagt, ich lasse mir nichts von dir gefallen. Ich brauche das nicht und ich kann jederzeit gehen und ich achte einfach auf mich selbst und auf mein Kind. Wir haben ganz bewusst auch im Stück ja nur die Vornamen benutzt und wir haben das im Stück auch so dargestellt, dass es exemplarisch ist. Das sollen nicht alles die lebenden Personen sein, das wollten wir auch nicht. Mit über 60 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Songs in den Hitparaden in 27 Ländern gilt Falco bis heute als einer der erfolgreichsten Popgrößen Europas. Ich glaube, es gibt in Österreich 8 Millionen Falco-Experten. Jeder, der in dieses Stück geht, oder fast jeder, es sei denn, er ist zu jung, wird selbst irgendwas mit Falco verbinden und erlebt haben. Das heißt, er hat seine eigene Falco-Welt. Rock Me Amadeus ist eine respektvolle Verbeugung vor einem oft unverstandenen Künstler. Und das würde Falco vielleicht gefallen. Wir begrüßen Falco. Nein, Moritz Mauser, hallo. Hallo. Machst du schon auf dem Vornamen Hans? Nein, zum Glück nicht. Die erste Frage natürlich ganz wichtig. Ja. Wie war die Premiere am Samstag? Es war ein Wahnsinn. Es war ein Wahnsinn. Wir hatten ja davor schon Previews, wo wir das Stück mal ausprobiert haben, veröffentlichten Publikum. Und jedes Mal der Applaus war halt echt mehr, als ich hätte erwarten hätte können. Es war wie so eine riesige Schallumarmung vom Publikum. Es war wirklich, wirklich schön. Das ist ja für dich auch ein Riesenschritt. Also man darf dir sagen, du studierst ja eigentlich noch. Ja? Du bist noch in Ausbildung. Ja? Und so eine Rolle. Ja. Unglaublich. Ich hätte es mir selber nicht ausdenken können. Ich habe ja auch während dem Studium und während meinen ganzen Engagements davor schon halt nicht auf dem Niveau, auf dieser Höhe von Professionalität, habe ich mir oft schon so Gedanken gemacht vom Wegen, okay, wie könnte mein Leben aussehen in Zukunft? Was für Rollen könnte ich mir vorstellen? Was für einen Karriereeinstieg ins Profileben?
Und ich hätte mich nie getraut, so was mir zu erträumen. Und das ist einfach ein Traum, den ich nicht hatte, der einfach wahr geworden ist. Der Realität geworden. Ja. Aber du hast dich ja aktiv dafür beworben und hast eben von deinen anderen Engagements ein Video zusammengeflickt und das eingeschickt. Stimmt die Geschichte so? Es war ein bisschen anders. Also sie haben für die Workshops, wo sie das Stück gearbeitet haben, erstmal den ersten Akt und einen zweiten Akt, haben sie noch einen Hans/Falco gesucht. Und irgendwann kam dann so mein Name auf und sie haben gefragt so, hey, du wurdest mal empfohlen, sag mal, schick mal was. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich werde das mal jetzt richtig gut erarbeiten und mal ein Video machen. Habe ich den geschickt und die haben gesagt, hey, super, ja, mach mal die Workshops. Dann habe ich den ersten Workshop gemacht, habe alles gegeben und haben sie mich dann relativ bald dann gefragt, auch für den zweiten Workshop. Und dann habe ich alles gemacht und dann ganz normal beworben für die Audition, einfach für die Rolle dann. Und dann haben sie gesagt... Da ist es. So, das klingt jetzt nicht einfach, oder? Das war's nicht. Ich nehme an, da waren noch zwei oder drei andere Bewerber vermutlich dabei. Ein paar. Sagen wir es mal so. Für so eine Rolle haben sie, glaube ich, echt... Großes Kompliment. Jetzt ist Falco natürlich wirklich eine Riesenfigur. Ja. Eine Riesengeschichte. Wir sind mit ihm aufgewachsen. Jedem fällt was dazu ein. Du bist ziemlich ein Stückchen jünger als wir. Was war denn davor dein Bezug zu Falco? Also ich kannte ihn, so wie ganz Österreich ihn kennt, ja. Weil er ist so ein bisschen wie der David Bowie von Österreich. Also mit dieser super markanten Figur. Mhm. Und man kennt ihn halt vor allem als Falk und weniger als Hans Hölzel. Und gerade in der Zeit, wo ich noch in der Schule war. Und so ein bisschen noch dieses rebellische Gefühl hatte, weil ich halt Theater gemacht habe. Und ich habe mir immer gedacht, so, ich bin ein bisschen anders als die anderen und so. Mochte ich halt auch die Musik, die ein bisschen so anders war. Und gerade ein Lied wie Genie, was halt so kompromisslos in die Fresse so was Markantes, so was Starkes, Ausdrucksvolles hatte, das hat mich schon fasziniert. Oh. Ja. Und wie hast du dich jetzt auf diese Rolle vorbereitet oder dich dieser Figur jetzt professionell genähert? Hast du Falco in der Dauerschleife gehört oder hast du irgendwie wahrscheinlich den Film angeschaut und halt Biografien gelesen? Oder wie bereitet man sich da vor? Sagen wir so, ich glaube, ich kenne wenig Interviews nicht. Ja. Also, ich finde es dann immer so süß, wenn jemand mich unterstützen möchte und mir ein Video schickt von jemandem und sagt so, hey, schau dir das an, das ist ganz toll. Und ich bin immer so, danke dir, das kenne ich schon, aber es ist echt ein tolles Video. Also wie gesagt, halt eben Bücher, Interviews, Aufnahmen, viel Musik, die Musik halt tausendfach, ja. Einfach ein Gefühl, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Mhm. Genau. Es gibt einen spannenden Kunstgriff in diesem Musical. Es gibt das alte Ego, gespielt von Alex Melcher. Das heißt, wir lernen auch so dieses Gespaltene oder einfach diese Schwierigkeit der Persönlichkeit von Hans Hölzel auch gut kennen. Genau. Also das war ja eigentlich unvermeidbar, dass wir so eine Ebene aufmachen müssen, weil eigentlich das Interessanteste in diesen Konflikten, in diesem Konflikt in seinem Leben, ist ja wirklich in seinem Kopf passiert. Mhm. Deswegen ist auch dieses Motiv, diesen Konflikt auf die Bühne zu bringen, aus dem Kopf heraus, das ist eigentlich logisch in dem Sinne. Ja. Und gerade auch zu dem Zeitpunkt, wo sein Kopf ihn selber quasi überwältigt, wo diese Stimmen so laut werden, dass er komplett austickt, was ja dann eigentlich mit Rock Me Amadeus dann auch passiert. Mhm. Weil das finde ich auch jedes Mal im Theater ganz spannend, wenn Rock Me Amadeus passiert ist und danach ist so eine Szene und da wird angekündigt, ja, Nummer 1 in den USA. Und es gibt immer jemanden im Publikum, der einfach so, yay, wuhu, so reinjubelt in die Szene. Und jeder glaubt, jetzt wird er auszucken, weil er sich so freut. Und das ist eigentlich der erste Moment, wo ihm wirklich das Gesicht entgleist. Und er einfach nur sich denkt, das schaffe ich nie wieder. Meine künstlerische Laufbahn ist vorbei. Ich kann das nicht mehr erreichen. Mhm. Und das finde ich sehr spannend. Mhm. Okay. Also dieser tatsächlich zwiespältige Persönlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes zwischen dem Hans Hölzel und der Kunstfigur Falco. Ja. Welche Persönlichkeit fühlst dich du näher? Also du spielst den Falco, dein alter Ego ist eben ein anderer auf der Bühne. Genau. Also dadurch, dass Falco ja eine Kunstfigur ist, ist es ein bisschen so, wie wenn man einen Darsteller zuschaut. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel einen Drew Sarich hernehme, ja. Ist es nochmal was anderes. Also ich schätze den sehr auch für das, was er auf der Bühne macht. Das ist ja quasi wie das Kunstschaffende. Mhm. Ausgedrückte ist ja quasi die Kunst auf der Bühne. Und die Person dann privat nochmal kennenzulernen, ist ja nochmal, das sind ja wie zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und jetzt bei ihm, beides fantastisch. Also ein ganz, ganz toller Kollege auch. Und das macht es, glaube ich, beim Falco so spannend, weil Hans Hölzel einfach
so anders ist als Falco. Okay. Und da fühle ich mich, glaube ich, einfach diesem Hans Hölzel sehr nahe, weil er einfach ein Kunstschaffender ist, der versucht, gute Kunst zu machen. Und versucht, seine Dämonen zu bekämpfen. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, sehr viele Leute nachempfinden können. Und am Ende beim Stück sitzt der gesamte Saal mit Tränen in den Augen. Also es transportiert diese Emotionalität ganz gut. Ja, ich glaube, das muss man sich anschauen. Ja, klingt unglaublich spannend. Morgen stehst du wieder als Falco auf der Bühne. Danke, dass du heute die Zeit gefunden hast, auch noch zu uns zu schauen. Viel Erfolg. Wird großartig. Danke euch. Ja? Vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. Ja, das war's von uns. Einen schönen Abend. Es geht weiter mit Konkret und Onkel Tag jetzt. Bis morgen.